So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Wie versprochen, in Anführungszeichen, machen wir jetzt nochmal einen Super Expert One. Weil wir es schon lange nicht mehr gemacht haben. Mit Skip und allem, ich versuche wirklich mal so weit zu kommen, wie es geht. Das heißt, Level, die komisch aussehen, werden sofort geskippt. Und ich weiß jetzt schon, ich werde mich nicht dran halten. Weil ich garantiert wieder irgendein Level habe, wo ich dann sage, wow, das will ich unbedingt ausprobieren. Das ist nicht gut. Muss ich da direkt durch? Nee, das, hä? Ach so. Okay, verstanden. Geht das weiter hoch? Okay, das geht da hoch und dann bleibt... Okay, dann geht's wieder runter. Geht das jetzt hoch? Ja. Aber da ist eine rote Münze. Und die... Oh mein Gott, was? Ich muss dann mit der roten Münze... Seht ihr das? Ich muss in die Tür reinkommen. Und in die Tür komme ich nur rein, wenn ich auf der Ecke von dieser Säge stehe. Auf der Ecke von dieser Säge. Ich will mal zumindest hier unten durchkommen. Und gucken, was hier hinten ist. Ah ja. Man müsste also wirklich auf der Ecke landen und dann durch die Tür gehen. Das ist der Moment. Ich kann nicht skippen. Oh, weil ich in Bewegung bin, ja. Oh, das ist nicht so gut. Sollen wir mal... Sollen wir hoffen, dass der einfach nicht gut bauen kann? Ich glaube aber, der kann gut bauen, ne? Ich probiere es aus. Einmal probieren wir es aus. YOLO. Ja gut. Ja gut, da braucht man wohl noch einen Schlüssel. Okay. Ref Yoshi Dedicated Redux. Das steigt schon wieder. Alles steigt heute. Was, wo muss ich denn hin? What? Jedes Level hetzt mich sofort. Nee. Nee. Das sieht auch nicht gut aus. Kano Nasu Classico. 10 Münzen. Okay, das Level hetzt mich nicht sofort. Das ist doch schon mal was. Okay, da unten ist eine Münze. Da muss ich den Koopa hier runter... Da muss ich den Koopa da runter pfeffern. Und dann auf die Plattform wieder zurück. Finde gut, wie ich den Koopa darunter gepfeffert habe. Ihr auch? So. Und dann? Okay. Ich glaube nicht. W1912. Was ist denn heute los? Okay. Wir probieren es aus. Es ist ein Level, bei dem man einmal abspringen darf und dann nicht mehr. Die sind ja mal... Die sind ja meistens ganz lustig. Okay. Wir können ja testen, was so kommt. Also stellt euch vor, ich wäre noch nicht gesprungen. Okay.
Bisher ist das voll okay. Hätte ich den Anfangsquatsch nicht gemacht, wäre ich noch voll gut im Rennen. Oh, da ist... Der ist knapp, aber der geht auch noch. Okay. Okay, dann hier hoch. Oh, jetzt wird's kritisch. Ah, sollen wir es probieren? Wir gucken mal den Weltrekord an. Einen Versuch gebe ich dem Level. Wo ist der gewesen da? Das Ding ist halt, wenn wir das Level abschließen, würden wir schon mal sicher wieder 3 Leben mitnehmen. So, jetzt kommt die Stelle hier. Nein! Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das da drüben? Oh Mist. Okay, wir skippen. Aber den würde ich gerne mal grundsätzlich dann später spielen. Den würde ich mir aufheben wollen. Ich hoffe, der wird jetzt gespeichert. Ja, das ist ein cooler Levelname. Rätsel. Mein Rätsel und Super-Expert, ne? Das ist immer so ein... Hat dann was von Troll-Level? Ich hoffe nicht. Okay. Ja. Da war ich unvorsichtig. So wollte ich das haben. Sehr schön. Alter! Da bin ich ein bisschen erschrocken gerade, ne? Oh, da ist eine Röhre. In die ich nicht rein kann. Okay, wir gehen mal höher. Wir gucken mal, was... Dann hätte ich den nämlich gesehen. Ja. Ach, gucke mal. Und da löst einer die P-Switches aus. Das sieht alles komisch aus hier. Wie geht es dann weiter? Dann löst er das aus. Nee, keine Ahnung. Wir lassen das mal. No. Nicht schon wieder. Okay, das ist aber jetzt die andere Variante. Das ist die Variante. So... Ich darf einfach nie den Boden, ne? Ich darf nicht einmal springen. Oh Gott. Okay, so, das Ding setzt mich jetzt automatisch runter. Oh, ich verstehe. Oh Gott, ich verstehe. Wenn der jetzt runter und hoch geht, muss ich ganz schnell da hochlaufen. Ja, okay. So, jetzt gehen wir mal davon aus, ich wäre hier oben. Was ich obvious nicht bin. Dann muss ich hier runter. Wofür ist die Tür da? Hä? Ach, das ist Reset oder was? Oh, weil ich den Goomba steuern muss. Und zwar so, dass der da runterfällt. Und nicht... Ja, genau. Und jetzt darf ich resetten. Verstanden.
gibt's auch weg. Oh je. Uff, das wäre frech geworden. So, und jetzt... Wait. Ach so. Okay, jetzt bin ich hier und kann das Trampolin hier mitnehmen. Was immer ich damit will. Okay, das ist einfach nur ein Block. Jetzt kann ich theoretisch hier rund... Oh, shit. Okay, ich denke, so müsste das hinhauen, dass ich runterkomme. Ah, und jetzt kann ich das Trampolin nutzen. Das ist schon das Ziel. Jetzt muss ich nur noch den P-Switch drücken. Jetzt kann ich das Trampolin nutzen, um das Teil hier runterzuholen. Nee. Ach, hier ist eine Tür. Ja, moin. Oh. Das ist nicht was mir... Das bringt mir nichts. Nee, wollte ich nicht. Aber ich verstehe nicht, wie ich hier jetzt... Wait, kann ich nicht einfach den P-Switch so? Wenn ich da jetzt hoch genug... Warte mal. Ah, jetzt komme ich nicht mehr ran. Hä, aber welche Tür führt denn da oben? Ich guck mal, welche Tür das ist, die da oben reinführt. Ach so. Also muss ich da anders hochkommen. Okay. Wenn ich da jetzt oben bin... Wait, ich komme hier nicht mehr runter. Wenn ich hier mal oben bin, komme ich hier legit nicht mehr runter, ohne zu springen. Das heißt, der P-Switch muss irgendwie anders ausgelöst werden, oder was? Ah, ich komme doch wieder. Ach doch, ich komme wieder runter, und zwar so. Oh, okay. Und dann habe ich den P-Switch. Dann schmeiße ich den da rein. Und dann laufe ich da durch. Puh. Es ist nicht viel, aber das Ding ist, ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich da hochkomme. Was soll der Swamp an der Stelle? Was nützt der mir da? Wenn ich dieses Rätsel nicht gelöst bekomme, habe ich ein Problem. Okay, ich muss den Koopa hier erstmal killen. Wait, nein, den Koopa killen ist schlecht. Ich brauche den Koopa. Und gleichzeitig ist er böse. Oh Gott. Oh Gott. Wait, wir machen das anders. Ja, zu langsam. Nee, wir skippen. Ich verliere zu viele Leben. Wir probieren aber auch dieses Level dann aus. Wenn wir hier durch sind mit dem Super Run. Der bisher null Exits gebracht hat. Outbreaks First Challenge.
Das sieht doch jetzt schon wieder richtig wild aus. What? Ah ja. Na, das hat gedauert. Jetzt kommt hier ein P-Switch raus. Oh mein Gott, was? Ach so, ich dachte schon. Ich dachte, ich muss ein P-Jump oder so einen Quatsch machen. So, was ist da oben drin? Oh. Hier werden... Also hier kam das Springboard raus und hier kommt der P-Switch raus. Ich kann in beides nicht rein. Das heißt, jetzt muss ich hier mit Anlauf darüber kommen. Geht das? Ja, das sollte gehen. Gut, dann passiert hier nichts weiter Schlimmes. Dann muss ich einfach nur weit springen und dann den P-Jump ansetzen. Okay. So. Von selbst passiert hier erstmal nichts. Solange hier kein On-Off gedrückt wird, ist alles in Ordnung. Da kommt eine Bombe raus. Okay, ich muss die Bombe da oben in den On-Off reinwerfen. Na, dabei möglichst schnell sein. So. Wait! Und zwar das auch noch richtig timen. Der macht das nämlich wieder kaputt. Du willst mich doch veralbern. Oh je. Okay. Die Frage ist, ist das nur dieser eine Raum oder kommt da noch mehr? Was sagt der Sieg, was sagt der Weltrekord? Das heißt, es gibt einen Checkpoint. Und nach dem Checkpoint hat selbst der Weltrekord es ewig... Nein. 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 Sieht nicht gut aus. Sieht absolut nicht gut aus. Aber wir kriegen einige Level, die ich mir mal anschauen möchte nachher. Also im nächsten Part. Oder im übernächsten. Oder in 3 Jahren. Ich weiß es noch nicht. Leben... Und ich habe schon die Zielbedingungen erfüllt. Das ist doch super. Jetzt müssen wir nur noch ins Ziel kommen. Das kann auch nicht so schwierig sein. So. Ah ja. Das ist ja toll. Jetzt muss ich da durchkommen, ne? Kriege ich da... mit Wind auch noch. Ich weiß ja nicht, ob ich das hinkriegen kann. Wird der Wind übertragen? Also wenn ich jetzt reingehe, ist dann auch noch Wind? Na, okay, keine Ahnung. Das lassen wir. Ich sterbe ja sofort. Man hat ja nicht mal eine Chance, irgendwas kurz zu machen. Nein, nein, nein. Thema und Technik. Nee, du steigst gleich wieder an. Ich lass mich erstmal umgucken, okay? Okay, du steigst nicht an. Das ist schon mal gut. Muss ich in eine 3... Wo muss ich denn hin? Wait, what? Ah ja, das hat jetzt aber nicht von mir, das hat jetzt von mir nicht hingehauen. Ich weiß nicht, warum er nicht nochmal getwirrelt hat. Also jetzt erstmal twirlen am Anfang, okay. So. Dann da hoch. Dann da hoch. Ja gut, jetzt sieht man wieder richtig viel, ne? Wir twirlen uns einfach mal durch die Gegend.
Ja, das ist aber auch das, was man tun soll. Okay, wir verfolgen das mal weiter. Es ist nur super knapp. So habe ich jetzt natürlich das Ganze noch viel. What? Das hat nicht gereicht! Ich war doch viel höher dadurch. Oha! Warum hat das nicht gereicht? Na bitte. Und jetzt? Okay, weitere Sprünge. Wait, das rein. Oh, okay. So. Jetzt kommt hier ein ganz komischer Checkpoint. Aber ich muss da ja durchlaufen. Okay, kann ich auch einfach. Okay, das ist ein normaler Sprung. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht. Okay. Also ich könnte jetzt theoretisch auch hier wieder rauskommen, ne? Das müsste gehen. Geht das? Ich weiß es nicht. Es müsste gehen. Weil ich glaube fast die Röhre. Ja gut, wenn die Röhre mich an den Anfang bringt, kann ich mich umbringen. Oh, das ist alles andere als der Anfang. Ich kann jetzt nur da hoch. Okay. So, jetzt bin ich beim nächsten Checkpoint. Oh, jetzt ist der Dings umgestellt. Ja gut, okay, jetzt gehe ich einfach durch. Ich dachte, ich muss hier einen Glitch oder sowas auslösen. Muss ich gar nicht. What? Was ist denn das da drüben jetzt, Wildes? Jetzt muss ich hier einen Wandsprung ansetzen und dann da durchtwirren, oder was? Oh nein. Was ist. Ist das. Das bringt mich an den Anfang, ne? Ich verstehe den Aufbau der Checkpoints. Oh, ist das fies. Wozu gibt's dann überhaupt in dem Level Checkpoint? Was? Oh, ist das fies. Yo, 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 yo. Ja. Das war's dann auch schon. Was muss man denn da machen? Da muss man denn mit dem Viech, was man hier hat, einen Shell-Jump? Hä? Ja, da bin ich raus. Keine Ahnung, wie das gegangen wäre. Ice Purple Smoothie. Danke für die Ablenkung. Ist das ein Troll-Level? 1,10. Also ich kann da in die Röhren auch reingehen, theoretisch. Okay, das ist aber. Das sieht aber Real Talk cool aus. Das sieht nach einem coolen Level aus. So, was ist mit den Röhren hier? Nichts. Okay, ich muss also da rein. Oh je. Aber dass die explodieren ist. Ah, dass die mich mitreißen, ist ein bisschen ärgerlich. Ja, wir skippen mal. Wir skippen mal. Vielleicht schauen wir uns das später nochmal an. Aber jetzt bei drei Leben brauche ich auch nicht besser rumskippen, ne?
Wir haben nichts erreicht. Holy shit. Oh nee, was? Ich habe keine Ahnung, wie pixelperfekt dieser Sprung ist. Aber uff. Oha. Oha. Das versuchen wir gar nicht erst. Das versuchen wir gar nicht erst. Les Catacombes de Paris. TPTS, das heißt Team Shell. Das ist ein super hart. Oder das heißt was anderes. Aber das ist ein super schwieriges Level. Ihr seht. What the heck? Alleine nur angucken. Alleine die Tür ist halt schon ein. Ist es Pixel Perfect, da zu landen? Ich glaube ja, ich weiß es nicht. Nein. Schöne Kunst, nichts für uns. Wer das hinkriegt, Respekt. Oh ja, bitte. Ich. Two Faces of Troll, Version 2. Wie viele Millionen Münzen gibt es hier? Keine Ahnung, ob das jetzt gut war. Bestimmt gut hier hochzugehen. Bestimmt ist das gut hier hochzugehen. Explore ist gleich yes. Oh nein, jetzt ist die Tür nicht mehr begehbar, ne? Oh shit. Oh nee, ich wäre in die Tür gern gegangen. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus, ne? Also das Level gucken wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall an, denn es ist ein Troll-Level und ich möchte ja aktuell so ein bisschen Troll-Level gerne spielen. Weil, warum nicht, ne? Aber das ist ärgerlich, da hätte ich in die Tür gekonnt. Na gut, da muss ich mich jetzt erstmal umbringen an dem Manche da vorne. Oh, man kann den umdrehen mit dem Schild? Wenn der von der Decke kommt? Das wusste ich noch gar nicht. Ja, cool. Wusste ich echt noch nicht. So, wie habe ich die Pflanze ausgelöst? Irgendwie hier. Jetzt. Da kommt sie. Okay, ab zur Tür. Ohne dass da was dazwischen kommt diesmal. Nice. Okay. Also, ich denke, wir haben ein paar Level, die wir uns beim nächsten Mal angucken können. Ich weiß nicht, welche ich davon jetzt spielen werde. Das lief jetzt überhaupt nicht gut. Aber hey, we tried. Sollen wir uns ein bisschen das Troll-Level noch angucken? Sollen wir es noch anfangen? Ich weiß es nicht. Lieber beim nächsten Mal, oder? Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde.
Das sieht auf jeden Fall echt cool aus. Wir gucken mal zumindest den Weg uns noch zu Ende an, den wir da bisher gesehen haben. Also hier, hier und jetzt kommt die Pflanze. So. So, hier hin. Nice. Und jetzt? Na gut, aber anfangen kann ich mir jetzt halt auch nichts, ne? Ich lebe zwar noch. Aber ach so, Moment, ich komme ja da oben rein. Ja, moin. Die kommt zurück, ja, ja, ja. Ich muss in die Röhre, was anderes geht gar nicht. Okay. Irgendwas sagt mir, dass hier gleich alles... den Bach runtergeht. Wir gucken mal, was hier drüben kommen würde. Da kann man rein. Ach, wir haben das richtig gemacht. Ah, das ist der richtige Weg. Okay. Ach so, manchmal geht man als erstes hier ran und dann ist es... Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann haben wir bisher alles richtig gemacht. Also halt, ne? Das ist der richtige Weg. Ich dachte, das ist irgend so ein Zusatzbonus-Weg-Dingens, aber das ist der richtige Weg. Ja, nice. So. Also wollen wir hier ganz fix durch, aber da kommt ein P-Switch mit rein, ne? Ja, genau, da ist nämlich ein P-Switch. Jetzt hat man kurz gesehen. Und wenn ich jetzt da zurückgehe, dann explodiert das Ding nach oben, ne? Okay, da war ein Block. Da war ein Block. Ach, Mensch. Ach, Mensch, ey. So. So, wo muss ich jetzt stehen? Wo ist der P-Switch? Irgendwo da. Mist. Da war er nicht. Aber das ging fix. Noch schneller ging es nicht mehr. So. Okay, also hier ist der P-Switch. Nice. Oh, da ist ein Checkpoint. Aber da kam auch eine Pflanze raus. Ich muss jetzt echt aufpassen. Okay, Checkpoint haben wir. Cool.
Also aber ein ganz schön wilder P-Switch auf jeden Fall, ne? Und jetzt? Ach, jetzt kann ich da unten in die Tür. Jetzt kann ich da unten in die Tür rein, verstanden. Beziehungsweise da oben. Wenn ich halt hinkommen würde. So. Tür. Okay. Was ist, wenn ich zurückgehe? Das ist immer das Erste, was man testen muss. Nichts. Okay. Weil man merkt schon, der Typ spielt viel mit der Kamera. Der kennt diese Kameratricks auf jeden Fall. So, was ist hier? Sterbe ich da immer oder nur, wenn ich groß bin? Oh, warte mal, kann ich... Ach nee, ich kann ihn gar nicht in die Hand nehmen. Quatsch. Wait, kann man da oben in eine Röhre rein? Das wäre wild. Nee, schade. Okay. Ich gehe jetzt mal rein, wenn ich klein bin. Oder auch nicht. Aha! Da sterbe ich nicht. Yo, what? Okay, was ist da drüben los? Don't stop. Ah! Okay. Wir stoppen nicht, ist in Ordnung. Also, wir nehmen den Pilz und stoppen nicht. Nice. Der killt mich nicht. Der killt mich nicht. Da ist aber was dahinter. Ich sehe, dass da was dahinter ist. Aber wie komme ich an dem vorbei? Wie komme ich an dem vorbei? Okay, die Explosion killt mich. Ich wollte hier auch mal nicht stoppen. Dachte, vielleicht hilft das was. Aber das hat nichts geholfen. Das hat nichts geholfen. Ich gehe mal meine Sicherheit. Ach so, ich kann... Ja. Da ist ein Pilz dahinter. Genau das meinte ich. So. Oh, wait, ich komme hier wieder raus. Das war richtig. Jetzt muss ich nur hier wieder raus. Oh mein Gott. Das ist ja zu wild. Hinter dem Ding ist ein blauer Block. Den sehe ich schon. Lass mich in Ruhe. Ich komme an die Blume ran, ohne da hochzukommen. Theoretisch. Aber was nützt mir das Blaue hinter der Säge?
Okay, das zieht mich weiter. Ich muss da durch. Ich käme jetzt hier an die erste rote Münze, aber ich hoffe jetzt mal drauf, dass die nicht wichtig sind. Ich will nämlich keine Millionen Münzen sammeln. Mist, ich brauche die Blume bestimmt nochmal. Ich habe ein ungutes Gefühl. Checkpoint. Okay, ich kann nur durch die Röhre-Tür. Oh nein. Okay, wenn ich hier als Großer reingehe. Oh, ich war in der Röhre noch gar nicht drin. Ah, oh, shit, ich habe das Gefühl, ich brauche diese roten Münzen. Ah, das will mir nicht gefallen, ne? Ich komme nicht an die andere so ran. Okay. Ja, das war jetzt nicht so gut. Ich wette, es ist auf der einen Seite so und auf der anderen Seite dann anders. Ah. Dang it. Ich wette drum. Oh je. Das heißt, es ist wirklich. Oh nein. Okay, hier komme ich nicht durch. Dann muss hier irgendeine so eine Dings sein. So ein Teil. Genau. Da wäre auch noch eins gewesen, okay. Haha! Wait. Ist das jetzt gut? Das fühlt sich nicht richtig an. Das sieht nicht richtig aus. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, aber... Oh, die schiebt mich da rein! Das war eine gute Idee. Geht der kaputt so? Nein. Also Damage Boost. Oh, nice! Das heißt, wir haben jetzt einen Rundkurs wieder durch. Oh, und das ist die Safety Coin. Shit.
shit, das ist die. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe ein Problem. Das ist die Coin, die den Keydeath verhindert. Und die habe ich jetzt schon eingesammelt. So, ich wette, hier ist es jetzt andersrum. Es ist halt einfach nicht, ne? Oh mein Gott. Ist es halt einfach nicht? Shit. Aber hier ist kein Dings mehr drin. Also gehe ich jetzt hier so durch. So, jetzt kann ich aber hier ja gar nicht. Oh Gott, das war knapp. Jetzt schiebt die mich auch hier durch, okay. Wait. Wait, aber das darf die nicht. Oh, wie komme ich denn dann da durch? So, ich kann die ja auslösen. Aber, hä? Ach, dann darf ich die jetzt nicht auslösen in dem Fall. Dann sind diesmal da oben drin die Kugeln. Ja, alles klar. Wait, what? Oh. Ich bin so doof, ne? Aber ich glaube, wir spielen das lieber nächstes Mal nochmal ordentlich, weil jetzt habe ich das mit der Safety Coin halt schon verkackt. Na, das würde ich lieber nochmal neu anfangen. Der Anfang geht dann ja schnell. Weil jetzt müsste ich aktuell am besten die eingefrorene rote Münze als letzte nehmen. In der Hoffnung, dass ich da nicht viel falsch machen kann. Aber ich kann sicherlich auch da viel falsch machen. Und wenn man halt stirbt mit einem Schlüssel, ist das ziemlich kacke. Deswegen bin ich wieder etwas unschlüssig, was ich da tun soll. Kann ich da drüber? Wait. Hat das einen Grund? Also ich bleib hier stehen, okay? Ich vertraue dem. Dann kommen die Fische. So. Und nü? Wow,
What? Okay, wir warten da weiter. Wieso musste ich auch als letztes Level in Super Expert diesen Trollkram? Oh Mann, jetzt muss ich das wieder spielen. So, wir warten. Diesmal warten wir komplett, bis der Pilz kommt. Wie habe ich denn das gerade überlebt? Wie habe ich denn das gerade überlebt? Weil der Fisch soll jetzt ja eigentlich mich töten, dieser Trollfisch in der Mitte. Lol. Okay. So, es fehlt noch eine Coin, weil die andere wissen wir schon. Und die eine Coin muss dann hier sein. Und das haben wir noch nicht verstanden. Wie das jetzt funktioniert. Ach, da ist eine Shell im Wasser. Jetzt sehe ich's. Da ist eine Shell im Wasser. Jetzt habe ich's verstanden. So, hier war die Shell, ne? Yo, 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 weg mit dir. So, ich könnte jetzt hier weiter, ich könnte auch da hoch. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich muss da hoch. Okay. Ich könnte aus der Shell rausspringen. Ich könnte die Shell aber auch nutzen, um einen von den beiden Blöcken auszulösen. Leider ist das wieder 50-50. Weil das Ding ist... Ja, ich kann sie sogar so machen. Wait. Okay. Kann ich was sehen? Ja, aber genau das war der Gedanke, dass ich da nämlich hoch muss. Muss ich nicht. Aber ich kann ja... Ach so. Die töten mich ja gar nicht. Das habe ich gar nicht gerafft. Die töten mich ja nicht. Ja, jetzt bleibt nur noch die Feuerblumenmünze. Und danach darf ich nicht sterben. Das ist das Problem. Das ist das kritische Problem. Ich darf danach nicht mehr sterben. Und ich weiß halt nicht, ob da nicht dann noch ein Troll passiert, mit dem ich noch nicht rechne. Nachdem ich die Münze eingesammelt habe. Also, den Teil kennen wir jetzt aber schon.
So, hier warten wir jetzt. Alles ist cool. Alles ist cool. Ah, das ist so gut, ne? Okay. Dann holen wir uns die Blume. Und ziehen hier runter. Und jetzt ist, wie gesagt, die Frage, dass ich nicht weiß, wenn ich die einsammle, ob nicht noch irgendwas schief gehen kann. Das ist das Ding. Ich habe jetzt den Schlüssel und ich darf jetzt nicht mehr sterben. Hier war das Ding drin, ne? Okay. Wir kommen zum Checkpoint. Wir kommen mit Schlüssel zum Checkpoint. Und jetzt müsste ich eigentlich die Safety Coin hier einsammeln und wäre sicher vor dem Schlüssel tot. Weil wenn ich jetzt sterbe, ohne Checkpoint, ist leider alles vorbei. Oh, da war Two-Face. Okay. Das Ding... Nee, mit der Bombe kann ich nichts machen. Ich kann die nicht tragen. Aber ich könnte mir die Blume holen. Und die hier umgehen. Irgendwie gefällt mir die nicht. Ich weiß nicht warum. Ich meine, das da sagt halt, nimm die Blume nicht mit, ne? Aber wenn ich jetzt da reingehe... Okay, das Ding ist aber, wenn ich jetzt mich treffe... Der ist ja bisher fair gewesen. Man konnte sich ja immer bisher umbringen. Wenn es nicht weiter... Ich werde es wagen. Ich wage das jetzt. Ich riskiere das jetzt. Ja... Vorsichtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guys! We did it! Oh, meine Nerven. Oh. Oh, ich weiß nicht, ob man noch hätte getrollt werden können. Oder ob das eh nur alles fake war. Aber... Als ob man hätte sterben können, theoretisch. Aber, das wäre jetzt so bitter gewesen, mit Schlüssel, also nach dem Schlüssel zu sterben. Oh wow, we did it. Okay. Ja, interessanter Part. Erst Expert, dann Troll. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.